Ich bin der Dominik von Backcountry Expeditions und ich hoffe, dass ich mit dem Titel dieses Videos nicht zu hoch gegriffen habe, denn normalerweise bin ich kein Freund von solchen das Beste, das Schönste und dieser vielversprechenden, meistens auch übertriebenen Titel von Videos natürlich. Aber in diesem Fall muss ich einfach mal eine Ausnahme machen, denn es ist tatsächlich meiner Meinung nach genau so, wie ich es da geschrieben habe. Ich möchte euch heute ein Kleidungsstück vorstellen, das ich schon seit vielen Jahren trage und eigentlich immer so ein bisschen untergegangen ist bei dem Ganzen. Ne? Also man stellt immer Schuhe, Hose, Jacke und solche Sachen vor, ne? Aber die Lage, die da drunter ist meistens, ne? Das heißt die zweite Bekleidungsschicht, gerät hier genauso wie auch die erste Bekleidungsschicht, die man direkt auf der Haut tragt, manchmal so ein bisschen ins Hintertreffen. Und aus diesem Grund, finde ich, ist es jetzt langsam mal an der Zeit, genau darauf hinzuweisen. Und zwar geht es in diesem Video um meinen absoluten Lieblingspullover. Man sieht das, glaube ich, schon, ne? Den Bergens Ulriken Jumper. Gleich vorab, für all diejenigen, die jetzt meinen, ich möchte hier den Pullover verkaufen oder ich bekomme etwas oder sonst, das ist definitiv nicht der Fall. Ich mache das hier für euch und ich kann euch auch sagen, dass ich jedem, dem ich diesen Pullover bisher empfohlen habe, ne, weil er zum Beispiel gefragt hat nach irgendeiner Empfehlung von mir, dass er damit auch zufrieden gewesen. Ne. Dann kommen wir mal zu dem guten Stück. Ihr seht das schon, es ist relativ einfach beschrieben. Eigentlich könnte ich das Video in einer Minute durchziehen und dann hätten wir alles Wichtigste gesagt. Ne. Es handelt sich hier um einen 100% Merino Pullover. Das heißt, ein Pullover aus Schurwolle vom Merino Schaf, ne, und in einer Materialstärke hier von 400 Gramm pro Quadratmeter. Das ist so ein gutes Mittelmaß bis schon kurz vor dick, könnte man sagen. Und wie ihr ja seht, ich habe hier mehrere Varianten davon, das heißt Farben, denn ich trage diesen Pullover, das ist mein erster, ne, den habe ich mir gekauft, im November 2015, hier in der Farbe Grey Melange. Ja, da fand ich den so toll und dachte mir, jetzt hast du so einen schicken Pullover. Und dann habe ich den die ganze Zeit angezogen. Ich wollte gar nicht mehr ausziehen. Sowohl als ich durch den Busch gerobbt bin, als auch wenn zu irgendwelchen vernünftigen Veranstaltungen auf Arbeit und, naja, ihr kennt das, eine Zivilisation, Gesellschaftstreffen, da sollte man ja, also erwarten die Leute, dass man immer mit sauberen Sachen kommt, ja. Und dann habe ich mich natürlich angepasst und dachte mir, dann holst du dir noch einen zweiten. Naja, und der zweite war dann hier Burgundy Melange. Ne? Das ist dieser Rotton hier. Finde ich, passt jetzt auch wieder ganz gut. Ja? Wir haben hier gleich bald Weihnachten. Ist ein guter, ist ein guter Adventspullover sozusagen. Das war dann mein Schickimicki-Pullover sozusagen. Und das war dann hier der Olle. Ja? Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, irgendwie fehlt dir auch, könntest noch mal eine andere Farbe gebrauchen. Völlig. Normalerweise, ich hasse das, ne? Wenn man so Opfer dieser Hure der Industrie ist. Ja, man muss jetzt alles kaufen, kaufen, Konsum, Konsum. Ist eigentlich gar nicht meins, ja? Denn, kommen wir gleich nochmal dazu, ich habe eigentlich eine etwas andere Mentalität. Ja, also nur das, was man wirklich braucht. Aber bei diesem Pullover, echt, war ganz schlimm. Also, was hat er sich gegönnt in der Farbe Dark Grey Melange, war denn dieses gute Stück. Ja? Und damit hatte ich denn die Wahl, dass ich den einen für schlecht, den anderen für halb, den anderen für ganz gut anziehen konnte. Und natürlich, wenn man etwas wäscht, kommt ja auch noch hinzu, dann trocknet der Pullover ja. Und dann braucht man in der Zeit ja noch ein Ausweichkleidungsstück. Ja? Und wenn der eine gerade dreckig ist, wenn man den permanent zum Beispiel als Arbeitspullover nutzt, ja, und man braucht ein Ausweichstück für saubere Sachen, damit könnte ich die dritte Variante den rechtfertigen. Und jetzt kommt es völlig verrückt, ja, musste ich mir jetzt, ich bin nämlich gerade von Natur, was heißt gerade, ich bin jetzt seit einem Monat wieder zu Hause in Deutschland, bin ich von Natur zurückgekommen und dachte mir, das Erste, was du dir jetzt holst, ist noch einen davon. Auf dieser Tour habe ich genau diesen hier. Ja, die ganze Zeit 6 Wochen lang ungewaschen getragen. Ne? Große Skandinavien-Wildnistrip, das heißt, wer die Videoreihe vielleicht verfolgen möchte, na, ich trage da die ganze Zeit 6 Wochen lang die gleiche Hose, die gleiche Jacke, den gleichen Pullover und mehr oder weniger auch die gleiche Unterwäsche, die ich nur mal kurzzeitig gewaschen habe zwischendurch. Ja? Der Pullover aber war unter anderem ungewaschen und mit dem habe ich wirklich alles gemacht. Wirklich alles, alles, was man damit machen kann. Ja? Und ja, und deswegen dachte ich mir, ich hatte die so eine leichte Panik, weil ich mir dachte, wenn Bergens irgendwann mal vielleicht das gute Stück aus dem Sortiment nehmen sollte, ja,
Ich wollte immer noch mal ein Grün haben. Tatsächlich, ja. Und es gab schon mal ein Grün von dem. Der war so, na, wie soll ich sagen? Ich glaube, der war noch eine Nummer olivfarbener und ein bisschen heller. Also war ein bisschen anderes Grün. Ja. Ich habe jetzt hier gerade nichts zur Auswahl, weil ihr seht ja, es ist Winter. Und der nennt sich hier Green Matt Melange. Ja, also, ja, Green Matt, wie schön. Schlamm sieht da jetzt nicht aus, aber grün könnte tatsächlich passen. Ist auch nicht ganz so grau, man sieht das ja. Ne? Also die beiden heben sich ja zumindest voneinander ab. Ja, und das ist der Grund, denn zu dem Programmwechsel, ich habe es schon mal erlebt mit anderen guten Produkten, auch gerade bei Bergens zum Beispiel, bei der Unterwäsche. Ja, also diese, meiner Meinung nach, die beste Bergens-Unterwäsche ist, oder war, muss man ja heute sagen, die Fjellrib. Ne? Auch 100% Merino-Wolle. Das war, ich glaube, so eine, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch entsinne, so gute 220 Gramm, Pi mal Daumen, Gramm pro Quadratmeter, also so ein mittleres Gewicht, mit White sagt man dazu, ne? Habe ich hier auch drunter gerade. Und ja, die wurde dann plötzlich eingestellt. Ja, also so wie ich sie kannte zumindest, war sie weg. War völlig entsetzt. Ich dachte, wieso, was denn? Was ist denn da los? Ne? Habe ich mir die letzten Reste noch aufgekauft irgendwo, ja. Falls mir das Zeug irgendwann mal vom Leib fällt. Ja, wenn man es öfter trägt, passiert das ja dann tatsächlich auch bei Merino-Wolle. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt noch den vierten. Und da habe ich mir jetzt gedacht, jetzt habe ich wirklich mehr als genug. Und wenn sie das Ding jetzt einstampfen, irgendwann mal sich jetzt sagt ein Produktdesigner, ach, wir verschlimmbessern da vielleicht irgendwas dran. Dann habe ich, glaube ich, die Farben, die mir irgendwie zusagen. Und apropos Farm, das ist wirklich das Einzige. Wenn ich jetzt schon vorab sage, dass es in meinen Augen der perfekte Pullover ist, tatsächlich, denn muss ich bei dem Perfekt so ein kleines Sternchen hintermachen, was die Farben angeht. Denn Bergens könnte mich jetzt noch richtig glücklich machen, wenn es mir noch ein Modell in einer Tarnfarbe anbieten würde. Ich weiß, das ist so gut wie fast unmöglich, Merino-Wolle derart einzufärben. Das würde auch, glaube ich, höchstwahrscheinlich so gar nicht funktionieren mit diesem Strick wahrscheinlich. Ja, also auf Unterhemden könnte das gehen, aber so nicht. Aber ansonsten würde ich mir sowas wünschen wie Mossy Oak vielleicht, Real Tree, ja, zur Not vielleicht auch Pencott, Green Zone oder Multicam. Ja. Das wäre noch absolutes Highlight von Bergens. Also ich glaube, die Farbe würde ich mir dann auch noch holen. Ja, also dann müsste ich, ja. Ja, so schlimm ist das, ja. Und auch nicht ganz unwichtig bei diesem Modell, falls die eine oder andere Dame vielleicht schon frühzeitig aufgelegt haben sollte bei diesem Video, dann sind jetzt so die Herren dran, die der Dame dann vielleicht eine kleine Überraschung machen können. Es gibt dieses Modell hier auch für Damen. Heißt dann ganz einfach Variante Lady Jumper. Ja, also Ulriken Lady Jumper. Und der einzige Unterschied zu den Herrenmodellen sind bei den Damenmodellen etwas andere Farben. Ja, also wem Damenmodell von der Farbe eher lieber mehr gefällt, ja, zum Beispiel Weiß gibt es da, fällt mir gerade ein, oder so ein totales Purple, Lila. Ja, ich, also zumindest was ich so in Erinnerung hatte, ich kenne jetzt die aktuelle Produktcharge bei den Damenausführungen nicht. Ist der einzige Unterschied neben der Farbe auch noch, dass die bei der gleichen Größe, also wenn ich zum Beispiel eine M mit einer M vergleiche, Herrenmodell M, Damenmodell M, dann ist die das Damenmodell in der Taille hier, ne, etwas enger, also ein bisschen taillierter geschnitten. Also für die Männer, die besonders dünn sind und vielleicht ein bisschen kürzer geraten, die könnten wahrscheinlich auch ein Damenmodell anziehen. Keine Sorge, da sind hier keine Aussparungen vorne. Ne? Also das, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Ich hatte schon mal ein Damenmodell an und das war... Ja, da bin ich auch okay. Es war tatsächlich nur ein bisschen zu kurz an den Armen. Ja, ansonsten ein bisschen stramm. Ja, war aber auch eine M. Und hier auch gleich nochmal, wo ich gerade sah, ich trage zum Beispiel eine M. Ich bin hier zarte 74 Kilo mit 1,85. Theoretisch BMI eigentlich ideal, ja, aber man sagt trotzdem schlank dazu. Und ich trage eine glatte M. Das ist alles eine M und ihr seht ja, wie das bei mir sitzt. Also ich finde eigentlich tippitoppi. Ja. Die M wiegt übrigens bei dieser Materialstärke von den 400 Gramm pro Quadratmeter, ich glaube so Pi mal Daumen 700 Gramm. Ich hatte mal, glaube ich, knappe 690 ausgelotet. Für wen das Gewicht interessiert, ich denke, bei einem Pullover ist das zu vernachlässigen. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Ausstattungsdetails, das heißt zu den Features dieses Pullovers. Hier muss ich noch eingrätschen. Ich sagte ja, ich habe jetzt hier tatsächlich vier Stück und dafür gibt es ja auch einen guten Grund, weil ich der Meinung bin, dass es mit so wie ihr der hier ist, meiner Meinung nach eigentlich keinen besseren gibt. Aber ich habe noch einen anderen Pullover und das sind dann tatsächlich die einzigen. Das sind alle Pullover, die ich hier habe. Mehr habe ich auch nicht hier liegen. Ja, also ich habe hier nicht noch einen Schrank mit mehreren Pullovern. Der Bergens Ulriken Jumper ist wirklich das Modell, was ich, wenn ich einen Pullover anziehe, zu 99% anziehe. 1% haben wir aber noch.
da ziehe ich am Bundeswehr-Pullover an. Das ist hier das Modell in Schurwolle. Also nicht dieser hässliche in diesem Polyacryl, ne, dieses Schwitztuch, was man dienstlich geliefert bekommt, sondern das ist der aus echter Schurwolle. Das ist ein großer Unterschied, denn der kostet nicht 30, sondern 70 Euro. Zumindest damals. Der ist hier allerdings schon, also mindestens 10 Jahre alt. Ja. Und den trage ich wirklich nur, wenn ich Waldarbeit mache. Das heißt Kettensäge, wo ich zum Beispiel vielleicht mal keine Jacke anziehe. Das kommt auch mal vor, wenn mir zu warm wird, ne, beim Holzmachen und so weiter. Dann ziehe ich Jäckchen aus im Winter oder Herbst. Ja. Und dann renne ich nur mit dem so rum. Weil der kann eine ganze Menge ab, was das angeht. Hier kann ich auch mal einen Stamm auf die Schulter legen. Ja, hat nämlich hier diese guten Schulterbesetzer. Das ist der positive, das Positive von dem Dienstgradabzeichen. Ja. Und den hatte ja natürlich noch Verstärkung an den Ellbogen. Ja. Das ist also ein reiner Arbeitspullover. Ja. Und auch die Gemeinsamkeit, kommen wir gleich zu dem, ist hier der verlängerte Armbund. Ja. Aber er hat keinen Kragen. Das sieht man. Und natürlich, er ist nicht wirklich gesellschaftsfähig, bin ich der Meinung. Ja. Muss jetzt jeder selber wissen, was er von hier unserer Nationalflagge hält, ja, auf dem Kleidungsstück. Mich persönlich stört das nicht, aber bei dem einen oder anderen könnte man da ja vielleicht, was ist denn das? Ja, so nach, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ansonsten Top-Pullover, aber für mich der reine Arbeitspullover. Er hat auch schon einiges abbekommen. Also hier ist zum Beispiel so ein kleines Loch. Er ist aber tatsächlich von der Materialstärke ziemlich vergleichbar. Ich würde sagen, die beiden sind so gut wie fast identisch von der Wärmeleistung. Wenn, und jetzt kommen wir zur Ausstattung des Bergenspullover, wenn da nicht andere Features wären. Und das Charakteristischste, was man, glaube ich, sofort sieht, ist hier der Kragen, ja, den ich hier die ganze Zeit offen habe. Ja. Und wenn ich den schließe, und das ist das richtig, das macht diesen Pullover zu dem perfekten Wärmespender, zu dem perfekten Outdoor-Pullover, bei jedem im Wind und Wetter. Man kann sich den Schal sparen, also für Leute, die sonst halt einen Schal nehmen, unter der dicken Jacke, wenn es mal reinbläst irgendwie, ist das hier absolut top. Ja, und auch von daher top. Erstmal, es sind hier YKK-Silber. Ja, also wie gesagt, das Modell ist von 2015, muss ich immer noch mal sagen. Ja, und der ist schon richtig, also komm mal her, Eli. Kurz zeigen, was dieser Pullover normalerweise aushalten muss. Komm mal ab hier. So, ihr habt es ja schon eben gesehen, ne, was er machen will, der Bengel. Komm mal auch hier, Eli. Ja, ich weiß nicht, ob er das jetzt macht. Es steht natürlich davor, aber ihr könnt euch das vorstellen. Ja, der Klassiker. Ja? So zum Beispiel. Oh, der dicke Eli. Ne? Ja, das ist ein fein. Hast du fein gemacht, ja? Also ich arbeite mit Hunden. Das dürfte klar sein. Und ich kann euch sagen, der bohrt hier gerade richtig seine Wolfskralle. Ja? Das heißt also, er hat hier... ist ein Weimaraner. Komm, Ila, wir drehen dich mal kurz in die Kamera. Der will mir sonst wieder auf den Schoß krabbeln. Vielleicht seht er das. Er hat hier eine Wolfskralle. Also hier die Seite seht er jetzt wahrscheinlich besser. Innen, ja. Und die hackt richtig schön rein. Ja? Und was will ich damit sagen? Das ist natürlich ein Merino-Pullover. Aber ihr seht, ich gehe damit nicht zimperlich um. Ich mache da wirklich alles mit dem Ding. Also der Pullover muss es mitmachen. Und ja, nach 6 Jahren ist das Fazit. Ja? Das Einzige, was ich jetzt hier finden könnte, wäre, kommt hier vielleicht mal so ein Faden raus. Das passiert mal. Ja? Schneide ich ab, damit es nicht weiter aufreißt. Und ist die Sache gut. Ansonsten hat er aber keine Löcher. Und wie gesagt, das ist das Outdoor-Ding. Jetzt müssen wir Eli mal wieder runtersetzen, sonst wunderbar, Eli. Ja. Also wir waren ja beim Kragen, ich wollte es nur kurz nochmal zeigen, ja, also für im Thema Outdoor, deswegen sagte ich Kragen und so weiter. Der Pullover ist jetzt natürlich nicht für eine Hindernisbahn mit Stacheldraht geeignet, das dürfte klar sein, das ist aber so gut wie gar kein Pullover, bin ich der Meinung. Aber wie gesagt, wenn ihr damit draußen irgendwo rumrennt, der Kragen bei ungünstiger, schlechter Witterung, ja, ist das hier ein absolut Top-Teil und dann nicht nur hochstehend, sondern das ist der Klassiker, wie ich es in der Regel immer mache, ja, doppelt umlegen, so, und habt dann richtig schön warmen Hals. Super Sache. Und man hat natürlich mitgedacht, man sieht das hier auch, der Reißverschluss, die Reißverschlussabdeckleiste hier oben, ja, die ist wirklich akkurat gemacht. Er hängt jetzt hier im Gestrüpp fest, das ist ein Buschwindröschen. Da müssen sie durch, da müssen sie wirklich durch. Und ihr seht das ja hier, ja. Diese Reißverschlussabdeckleiste, das ist eine schicke Sache. Also es ist wirklich vernünftig gemacht. Da kann man echt nichts nicht meckern. Ja, also die ist von innen komplett vorhanden. Wenn wir den jetzt mal aufmachen, seht ihr diese Leiste auch innen. Hier, die geht bis runter
unter den Reißverschluss. Ja, ich hoffe, das sieht man jetzt hier. Ja, die Kamera macht es nur halb scharf. Also die fängt wirklich unter dem Zipper an, unter dem Schieber und geht im Prinzip auch bis über Ende des Reißverschlusses. Habt ihr die ganze Zeit diese Abdeckleiste. Ja? Somit könnt ihr den unter jeden Umständen immer auf und zu machen und nichts verfängt sich da drin. Ja? Also selbst wenn ihr das hier mal so richtig provoziert, da würde sich kein Material drin verfangen. Ja? Und wie gesagt, es ist ein Windschutz, es ist ein Materialschutz und oben ist es dann der Schutz, dass es dir oben nicht scheuert am Kinn. Ja? Das wäre ja sonst ungünstig, ja? Der harte Reißverschluss, beziehungsweise das hat man tatsächlich bei einigen Kleidungsstücken, bei Jacken ist es so der Klassiker. Manchmal nicht ganz durchdacht oder man hat dann ganz harte Schutzstreifen, wo der Hersteller es dann besonders gut meinte und dann kratzt einem dieser Schutz im Prinzip den Hals rot. Ja? Habt ihr hier, also ich zumindest bei mir, nicht. Haben wir denn jetzt den Kragen, ja? Also den schönen, hohen, bei Bedarf super Stehkragen, den er im Prinzip zu Corona-Zeiten könnt ihr hier euch im Prinzip auch komplett dahinter verstecken. Ja? Also das ist gleichzeitig noch eine Atemmaske. Ja, oder auch natürlich was zum Vermummen, ja, für die Steinewerfer unter euch. Muss man ja auch immer dran denken. Spaß beiseite. Ja. Ich wollte euch damit nur zeigen, der Kragen gibt eine ganze Menge her und deswegen mag ich den auch wirklich sehr. Also ich kannte bisher keinen besseren Kragen. Das ist Ausstattungsmerkmal Nummer 1, der Kragen, sehr prägnant, denke ich. Mach jetzt mal wieder auf, weil wir haben jetzt hier 9 Grad und finde das so eigentlich ganz ein bisschen angenehmer. Ja. Jetzt schwitze ich hier noch ein. Und das zweite Ausstattungsmerkmal fällt auf den ersten Blick nicht auf, muss ich hier mal so die Hände hinhalten, sind, ihr seht das schon, die umgestülpten, die verlängerten Ärmelbündchen, ja, wenn man das mal so nennen kann. Denn natürlich, die haben eine Daumenschlaufe, so wie man sich das, ne? Ist also hier ein Handwärmer, nicht nur ein Pulswärmer, ja, sondern das Ding geht über die komplette Hand. So wie man das auch bei einigen Jacken, ne? Fließjacken, Softshelljacken, war ja auch irgendwann mal der letzte Schrei. Und natürlich gibt es auch noch andere Pullover, die das haben. Das ist, wie gesagt, nicht der einzige. Aber wie gesagt, der hier, der Bundeswehrpullover, hat es nicht. Ne? Da würde die Hand jetzt bis hier bedeckt sein mit dem Bundeswehrding. Aber ihr habt die Daumenschlaufe nicht. Das heißt, es rutscht euch natürlich immer wieder hoch. Ja? Das bleibt unten. Ne? Und auch die Daumenschlaufe ist hier wirklich perfekt gearbeitet. Man kann hier wirklich, nehmen wir jetzt mal ruhig mal eine andere Farbe, haben wir genug hier. Und die Daumenschlaufe ist hier wirklich perfekt gearbeitet. Also so ist richtig schick. Der ist noch neu, ne? Übrigens. Der ist neu, wir wollen ja nichts verfälschen. Nicht, dass er denkt, ich zeige euch hier neu. Also der hat sich noch gar nicht getragen. Den habe ich erst letzte Woche bekommen. Auch direkt aus Schweden. Und Daumenschlaufe. Ja, also der ist jetzt, wie gesagt, auch schon fast so alt wie der hier, nur ein Jahr kürzer. Und funktioniert, also ist immer noch wunderbar, also nicht ausgeleiert, will ich damit sagen. Ja, und ist richtig schön massiv verstärkt hier vom Material. Ne? Also hier ist eine richtig dicke, fette Naht ringsrum, sodass das auch wirklich als angenehm empfunden wird. Das ist der Punkt. Ihr kennt das vielleicht von der einen oder anderen Jacke, also ich kenne es zumindest. Das setzt ihr die Daumenschlaufe an, tragt das eine Weile und dann habt ihr aber da einen harten Rand. Wenn er damit den ganzen Tag rumrennt, dann auch arbeitet, ne? Und dann vielleicht, wie in diesem Fall, ich ja auch noch Handschuhe drüber zieht, ne? Also das mache ich hier in dieser Verbindung im Winter in jedem Fall natürlich, auch zum Fahrradfahren. Ich fahre jetzt gleich nochmal eine Runde Rad, dann wird genau das passieren. Ich setze hier Handschuhe drüber, das passt dann auch wunderbar, dann habe ich eine formschlüssige Verbindung. Ja? Also dann kommt nirgendwo, entweicht mir hier meine wichtige Körperwärme. Und wenn denn hier Druck vom Handschuh zum Beispiel auf diese Daumenschlaufe auswirkt, ja, einwirkt, dann habt ihr hier nachher einen Rand. Es fühlt sich dann unangenehm an und zwar genau hier in diesem Bereich. Ja? Also das ist ja dann im Prinzip auch euer empfindlichster Bereich hier am Daumen. Das muss ich sagen, ist hier wunderbar gemacht. Ne? Das heißt, das Ding spannt nicht, so dass man jetzt meinen könnte, so zum Beispiel. Ja? Habe ich auch schon gehabt. Ne? Jacken passend zu meiner Körperkonfektionsgröße, alles schick. Zieh dann da im Prinzip von der Jacke das Ärmelbündchen über den Daumen rüber, weil der Hersteller damit geworben hat, Daumenschlaufe, und dann habe ich sowas. Und dann ist das total unangenehm, dieses Ding hier zu haben. Habe ich überhaupt nicht, denn es ist auch nicht zu lang. Es ist wirklich perfekt. Also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ihr seht schon, ich bin begeistert. Ne? Also das ist das zweite Ausstattungsmerkmal. Und wenn ich es nicht brauche, so wie jetzt, habt ihr ja gesehen, krempel ich es einmal hoch. Ja? Und ihr seht, ich trage auch Uhren. Ja, also in dem Fall jetzt hier rechts, aber das spielt ja keine Rolle. Und auch normalerweise, wenn ich jetzt ein Unterhemd, ein langes Mirone-Unterhemd trage, und dann habt ihr ja den Ärmelbund direkt auch natürlich hier am Handgelenk an der Uhr. Ja? Was passiert natürlich? Das scheuert auf.
Vor allen Dingen, wenn ihr natürlich Sachen drüber tragt. So ist es jetzt zum Beispiel bei mir bei der Tour passiert. Ja? War jetzt, wie gesagt, 6 Wochen in Skandinavien, was lange Merino-Unterhemd hat. Genau an der Stelle, wo ich die Uhr habe, das Ding ist noch älter als der Pullover, muss man sagen. Ja? Ist genau an der Stelle aufgescheuert. Ja? Aber der Pullover, seht ihr ja, hat absolut gar nichts abbekommen. Also, ich muss ja den nehmen hier, ja? Weil wir den hier anhatten. Das wäre hier die Uhrenstelle. Ja? Nichts. Ja. Ja. Alles schick. Das Einzige, was der abbekommen hat, ist hier hinten tatsächlich ein roter Fleck. Das heißt braun. Und zwar habe ich da mein Messer getragen. Das ist von meiner Lederscheide. Die Lederscheiden baue ich ja selber, färbe die auch selber ein. Und in dem Fall, womit ich das hier einfärbe, ist das hier Möbellasur. Ja. Mahagoni, glaube ich, war die Farbe. Ja, also das kriege ich nicht mehr raus mit dem Waschen. Spielt mir aber jetzt auch keine Rolle. Aber damit ist dieser Pullover dann nicht mehr schickimicki zum Ausgehen, sondern den muss ich dann höchstens in die Hose stecken, dass man es nicht mehr sieht. Ja. So kann es dann natürlich auch passieren. Aber das, wie gesagt, zur Daumenschlaufe und zur Länge der Ärmelbündchen und zur Robustheit auch der Ärmelbündchen. Und damit, ich sagte ja, theoretisch kann man das in einer Minute sagen, sind wir mit der Ausstattung des Pullovers durch. Es gibt jetzt hier noch so einen Schriftzug, ja, kann man jetzt mögen oder nicht. Ich finde, es hält sich glücklicherweise noch in Grenzen. Der bei Rot fällt hier sogar noch ein bisschen weniger auf in grünen Bergs, wenn man jetzt nicht unbedingt riesen Werbung laufen möchte. Ja, ich lege da ja eigentlich auch keinen Wert drauf auf sowas. Ja. Die sind, finde ich, noch relativ dezent. Ja. Der sticht jetzt hier, weil er Neon ist, ein bisschen hervor, ja, bei dem. Aber grundsätzlich bin ich echt froh, dass Bergens da nicht so ein Ding wie hier einmal komplett quer, denn noch über den Rücken, ja, und vielleicht noch, das fehlt in noch, irgendein Muster, ja, so Rudolf the Reindeer, was dann aussieht, als ob der Pullover von Oma gestrickt worden wäre. Nicht, dass ich jetzt so Oma-Stricksachen schlecht machen möchte, habe ich auch meine ganze Kindheit lang getragen, aber manchmal kriegt man dafür einen Kommentar und man sieht nicht mehr so wirklich neutral aus. Dieser Pullover, und das wäre das, ich will nicht sagen, dritte Ausstattungsmerkmal, aber es ist auch etwas, was ihn charakterisiert, der passt zu jedem Anlass. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier meine normale Autohose an, also draußen trage ich grundsätzlich immer Tarnmuster, nicht nur bei mir hier im Wald, sondern auch auf Tour, einfach wegen der Unempfindlichkeit des Stoffes her, weil Militärhosen da, was das angeht, die besten sind, und dennoch mal der Unempfindlichkeit der Verschmutzung her. Ja, also hier Flecken sieht man auch nicht gleich drauf. Das ist der Grund, das heißt also, ihr seid mit dem Pullover draußen, ich denke, das passt hier auch ganz gut. Ich könnte jetzt zu dieser Hose, machen wir mal ruhig den Spaß, ja, warum denn eigentlich nicht? Wir haben ja alle da, wollen wir das jetzt mal ruhig mal ausreizen? Ja, ich könnte jetzt mal, das Passigste wäre jetzt wahrscheinlich, wenn wir jetzt mir grün anziehen. Ja? Das heißt, ich würde diesen Pullover jetzt das erste Mal anziehen. Das ist wirklich die Premiere für das Grün hier. Und wenn ihr den neu bekommt, hast du merken, der riecht noch nach Schaf. Der riecht wirklich noch nach Schaf. Ja. Ich habe schon Leute Rezensionen mal gelesen, die kaufen sich eine Schaf-Wolldecke, ja, oder aber eine Daunendecke von Gänsen und beschweren sich dann über den Tiergeruch. Tja, also da fehlen mir dann so ein bisschen die Worte. Das verfliegt natürlich, ja, nach relativ kurzer Zeit. Das trägt sich denn sozusagen ab, nimmt denn nicht euren Geruch an, weil Wolle ist neutral, komme ich gleich nochmal zu den Sachen. Ja, das habt ihr anfangs. Ich mag das wirklich sehr, weil da fühle ich die Verbundenheit zu dem Tier nochmal. Ja. Also ihr seht, grün in jedem Fall passt auch wunderbar. Ja. Und das ganze Spiel, der ist auch so schön weich, weil er noch nie gewaschen wurde. Ja, können wir jetzt hier natürlich auch nochmal mit einem roten machen, dass ihr gesehen habt, wie rot an mir aussieht. Ja. Und das passt hier. Man kann auch den Kragen zulassen, zieht man den so rüber, habt ihr gesehen, ja, geht auch. Also man muss den nicht aufmachen, wenn man den anzieht. Das ist nur so eine Eigenart von mir, mache ich manchmal. Ja. Und auch der passt den wunderbar. Könnt ihr übrigens genauso in die Hose auch stecken. Ja. Und dann habe ich ja jetzt hier eine Jeans zu legen, nicht ganz umsonst. Ich zeige euch, dass er auch zivil zu einer Jeans passt. Das Umziehen habe ich euch jetzt mal erspart, nicht, dass es ja noch Beschwerden gibt. Denn wie gesagt, es ist gerade ein bisschen zu warm für eine lange Unterhose. Ja. Also seht ihr, ich trage jetzt hier die Jeans, ja, immer noch der gleiche Pullover. Und finde, macht auch eine super Kombination her. Ja. Also es passt genauso. Was fehlt jetzt noch? Wir hatten jetzt den, wir hatten den. Dann nehmen wir natürlich nochmal den grauen, ja, um es dann perfekt zu machen. Und ich zeige euch gleich, oder
zu den Nachteilen von Merino-Wolle. Ja, das ist jetzt zum Beispiel das Bergens Fjellrib. Das ist noch älter als der erste Pullover. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das stammt. 14 oder so. Ja, also es ist schon eines der ersten, was ich hatte. Ich hatte davon mehrere. Und jetzt muss ich mal... Ja, ja, ich glaube, man sieht es. Ja. Ist nicht zu übersehen. Und es gibt so punktuell hier auch kleinere Löchlein. Hinten, glaube ich, waren irgendwo oder im Kragen noch. Ich habe von den Dingern 3 Stück. Das ist der große Nachteil von Merino-Wolle. Dass sie natürlich im Vergleich zu Baumwolle zum Beispiel oder zu einer Polyesterfaser, grundsätzlich zu chemischen Fasern, ja, die auf irgendwelchen Erdölbausteinen beruhen, ja, dass sie da im Vergleich natürlich nicht so lange hält. Ja. Also, sag ich mal, einen hässlichen Polyacrylpullover, ja, der trägt sich nach 30 Jahren immer noch nicht kaputt, ne, wenn er jetzt, wie gesagt, nicht jeden Tag Holz macht mit der Kettensäge. Ja. Und ja, das wäre denn der Nachteil von Merino-Wolle, wenn sie dünn ist. Ja, habt ihr jetzt gesehen bei dem Shirt? Ja, da gibt es durchaus mal eine Beschädigung. Das kann auftreten. In diesem Fall ist es hier, kann man sich vorstellen, ist hier unter Achsel nichts passiert, außer natürlich, dass das Material irgendwann gespannt hatte. Ja, ich habe eine Bewegung gemacht, wird wahrscheinlich irgendwo beim Klettern gewesen sein. Ja, irgendwas, wo ich mich ganz besonders verrenkt habe, wo es denn erst ein ganz winziges Loch gab und es ging dann immer weiter groß, bis ich so ein Ding habe. Ich trage grundsätzlich die Sachen allerdings, bis sie auseinanderfallen, bis sie mir vom Leib fallen. Das ist kein Witz. Also wenn ich das Ding gar nicht mehr anziehen kann, so lange geht das. Wenn ich es nicht mehr ausziehen kann, weil ich irgendwo hängen bleibe an irgendwelchen Riesenlöchern, so lange wird das grundsätzlich getragen. Und was den Pullover angeht, wir wollen jetzt nicht auf die Unterwäsche kommen, sondern was den Pullover angeht, habt ihr ja gesehen, ist in dem Kleidungsstück, in dem Pullover, den ich hier am längsten trage, noch überhaupt gar keine Beschädigung zu finden. Also ich kann hier, wie gesagt, nichts sehen, kein Loch oder dergleichen. Das ist wirklich erstaunlich. Man sieht nur, wenn man genau hinguckt, dass hier ein oder andere Faden denn mal rauskam. Ich habe schon mal zwei, dreimal habe ich schon so einen längeren Faden, das waren so 5 cm, habe ich schon mal abgeschnitten, damit ich, wie gesagt, nirgendwo hängen bleibe damit und sich die Laufmasche dann bildet. Ja, kann man vielleicht doch dann nochmal unterhäkeln, ich weiß es nicht. Ja, ich habe es einfach abgeschnitten. Aber wie gesagt, ich muss immer sagen, das ist hier nicht für den Schickimicki-Pullover. Ja. Das ist also der große, einzige Nachteil, wirklich der einzige Nachteil, den ich jetzt wirklich sagen könnte. Merino-Wolle, grundsätzlich Wollprodukte, haben nicht diese Riesenrobustheit im Vergleich zu den anderen. Aber für die meisten Anwendungszwecke reißt sich dennoch aus, bin ich der Meinung. Wer mehr zu diesen Sachen, also ganz detailliert, Nachteile, Vorteile, chemische Fasern, Textilien, Wolle, Seiden, alle möglichen, empfehle ich dazu mein anderes Video bei mir auf dem Kanal. Also es gibt nur eins, das nennt sich der textile Faser. Ich glaube, das ist das am wenigsten geklickte Video, war das mal. Es ist sehr informationslastig. Und parallel dazu gibt es dennoch noch einen Beitrag bei mir auf der Webseite, auch zum Thema Merino-Wolle, Vor- und Nachteile. Den habe ich nicht erst in den letzten 1 oder 2 Jahren geschrieben, wo dieses Thema, dieser Hype um Merino so groß wurde, sondern der ist schon sehr alt. Also ich trage schon länger Wolle. Von daher, das wäre ein Nachteil. Und wenn wir noch einen Nachteil nennen, der ist aber sehr individuell, der wird wahrscheinlich nicht jeden betreffen, die Pflege. Ich sage jetzt mal, wie ich es bei mir mache und werde mich damit mal wahrscheinlich komplett outen oder den einen oder anderen zum Schmunzeln bringen. Ich wasche meine Sachen von Hand. Alle Sachen, die ich habe. Also nicht nur Wolle. Mein Schrank besteht zu ungefähr 70% aus Wolle. Tatsächlich ist so. Und als ich komplett umgestellt habe vor vielen, ich glaube, das ist so ungefähr roundabout 8 Jahre her, da habe ich angefangen, komplett umzustellen, meine Charge. Und seitdem habe ich angefangen mit der Handwäsche. Und Handwäsche gestaltet sich bei mir so, wie man sich das vorstellt. Große Schüssel, Emaille-Schüssel, steht da hinten hinter der Hütte. Und dann Warmwasser rein mit Wollwaschmittel, ganz wichtig. Lanolin drin, ein bisschen wollrückfettend noch dazu. Ne? Und dann wird das von Hand durchgewogen. Ne? Mehr mache ich damit dann nicht. Und das Wasser ist dann dementsprechend, was das für eine Klamotte ist, dann durchaus mal dunkelbraun. Dann wird es nochmal ausgespült und dann wird es aufgehängt zum Trocknen. Und wenn ich es genau so mache und den Pullover bei 20 Grad Pi mal Daumen Zimmertemperatur trockne, dann braucht der 2 Tage zum Trocknen. Ne? Nassen Pullover, nur leicht mal auswringen. Wolle sollte man grundsätzlich nicht doll wringen, nur leicht auswringen. Und das, was kann man sich vorstellen, was am längsten braucht, ist immer der Kragen natürlich. Ja, der ist. Und ihr seht das hier, man könnte jetzt sagen speckig oder so, ja. Der hat natürlich ein bisschen Farbe angenommen
von mir. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass, wie gesagt, der am ältesten ist. Und denn ich, das Wasser, was ich zum Waschen nehme, ist tatsächlich nur 30 Grad. Und wie gesagt, es ist ein reines Bio-Waschmittel. Ja. Das heißt, keine scharfen Sachen. Und damit gehe ich d'accord. Ich habe also kein Problem mit der Pflege von Merino-Wolle, weil ich meine komplette Kleidungscharge, alles, was ich anhabe, von Hand wasche. Ich habe das bei der Wolle, habe ich es mir angenommen, wie man es damals schon immer gemacht hat. Nicht mit dem Waschbrett, nicht, dass hier einer um Himmels Willen, ja, wirklich nur von Hand. Die Waschmaschine bei euch macht jetzt zu Hause im Wollprogramm auch nichts anderes. Ja. Rein und dann geht das einmal gedreht, kurz warten, wieder einmal gedreht, ja, und so weiter. Das ist ja nichts anderes, als was ich denn da auch mache. Nur, dass ich deutlich sparsamer mit dem Wasser bin, ja, und das auch im Griff habe, wie ich da wasche. Wir können hier gleich mal noch die Waschanleitung anschauen, ja, was hier der Hersteller sagt. Der sagt nämlich genau 30 Grad. Ihr könnt das hier in der Maschine waschen, aber nicht schleudern. Das steht hier drauf, ja, unter anderem. Ich habe ganz bewusst jetzt zuerst die beiden Nachteile genannt, weil wenn ich jetzt mit den Vorteilen weitermache, dann wird das eine richtige Kette. Dann wird es richtig lang. Ja. Da fangen wir mal an. Merino-Wolle grundsätzlich, also wie gesagt, das findet ihr alles nochmal in einem separaten Video zu Wolle, textilen Fasern, als auch zu dem Beitrag bei mir auf der Website, wenn ihr das nochmal in einem anderen Format hören wollt. Aber ich sage es jetzt hier, weil ich bislang tatsächlich noch kein Kleidungsreview über reine Wolle gemacht habe. Finde ich, kann ich das jetzt hier ruhig mal bringen. Den ersten Punkt zu den Vorteilen hatte ich gleich anfangs schon indirekt erwähnt, was die Gerüche angeht. 6 Wochen Tour, immer den gleichen Pullover, ohne zu waschen. Wolle nimmt keinen Eigengeruch an. Nicht in diesem Maß wie alle anderen Textilien, die ihr kennt. Zum Beispiel die chemischen Textilfasern, Polyester, alle Kunststoffe und so weiter, stinken nach relativ kurzer Zeit schon erbärmlich. Ne? Richtig Fitnessstudio, richtig pumpen, doll mal laufen, 2 Tage Wildnis. Und wenn ihr euch dann neben jemand direkt irgendwo hinsetzt, dann kann das sehr unangenehm sein. Ne? Nicht nur unter den Achseln, die sollte man dann schon unten lassen, sondern grundsätzlich alles drumherum. Habt ihr hier überhaupt nicht das Problem mit. Es ist kein Witz, das Zeug stinkt einfach nicht. Ich oute mich jetzt mal nochmal. Ich habe mal anfangs damals, das ist, ich glaube, vor über 5 Jahren, wo ich ein neues Set von der Merino-Unterwäsche gekauft habe, habe ich das Zeug mal getragen und zwar 2 Wochen am Stück. Ich hoffe, es hört jetzt keiner von den ehemaligen Arbeitskollegen, denn privat als auch auf Arbeit. Und zwar 24 Stunden am Tag lang. 14 Tage lang. 14 geschlagene Tage. Ich habe es nachts nicht ausgezogen. Ich habe 2 Wochen in dem Zeug geschlafen, bin damit zur Arbeit gegangen, bin danach abends mit dem Hund draußen gewesen, bin Wochenende wandern gewesen, mit dem Hund Fahrrad fahren. Und was hinterher natürlich drin war, war viel Sand und so weiter. Ne? Weil ich lebe ja hier, wie gesagt, im Wald, bleibt nicht aus. Ja? Aber es hat auf Arbeit kein Mensch jemals zu mir gesagt, Mensch, du stinkst aber irgendwo. Und das war ein Sommer. Das war Sommer. Und es kommt hinzu, wenn das jetzt ein Arbeitskollege sein wird auch. Ne? Ich habe tatsächlich, also es war die andere Farbe von dem Fjellreps, war ein blaues, habe ich als T-Shirt getragen. Also ich habe es auch noch nicht unter was getragen, sondern tatsächlich bin ich da so umhergelaufen. Als erste und einzige Bekleidungsschicht im Sommer. Im Sommer kommt auch noch dazu. Ne? Es waren so, ich glaube, es war so Temperaturbereich irgendwas so um die 25 Grad. Ja, Pi mal Daumen, ich jetzt so 22 bis 30 wird in diesen 2 Wochen gewesen sein. Es war im Juli, das weiß ich noch. Ja, also auch im Auto sitzend, ja, ohne Klimaanlage, auf der Autobahn, ganz herrlich. Ja, also das ist der Punkt, Merino-Wolle. Ihr habt keinen Eingeruch. Ja? Die Wolle nimmt es nicht an. Woran liegt das? Relativ simpel. Sie ist von Natur aus antibakteriell. Liegt nämlich an dem Wollfett, was das Schaf selbst halt, wie gesagt, in sein Haarkleid mit einbringt in die Wolle. Ja? Und das ist der Punkt, wenn ihr die öfter wascht, irgendwann mal, muss genau dieses Wollfett, Lanolin ist das, auch wieder eingebracht werden, um genau diesen Effekt beizubehalten. Ne? Diese antibakterielle, ich will jetzt nicht sagen antiseptische, so stark ist es nicht. Ja? Also eine Wunde würde ich jetzt nicht unbedingt damit, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Daran ungefähr denken beim Waschen. Wollfett gibt es extra so eine Mittelchen, ja, also so eine Wollwaschmittel, wo das mit drin ist. Ja. Also Geruchsunempfindlichkeit. Punkt Nummer 2, glaube ich, somit der wichtigste. Punkt Nummer 2, auch eigentlich gar nicht weniger wichtig, ist die Thermoregulation. Wolle, ihr seht das ja, ich sitze jetzt hier bei ungefähr, ich würde sagen 8, 9 Grad ist es jetzt. Es ist schon ein bisschen frischer geworden. Es geht gleich, wir haben es jetzt hier, oh ja, 15:10 Uhr, es wird
wahrscheinlich immer dunkler. Damit wird es auch ein bisschen frischer. Wolle wärmt, wenn sie wärmen soll. Und Wärme und Wolle kühlt gleichzeitig auch, wenn sie das soll. Das macht so gut wie keine andere Faser. Einen ähnlichen Effekt hättet ihr noch bei Seide. Tatsächlich. Ja, also wie gesagt, ich sage immer noch mal das andere Video anschauen, wer da mehr dazu hören will. Seide allerdings hat natürlich den Nachteil, sie wird in der Materialstärke extrem dünn hergestellt. Das heißt, ihr habt zwar den kühlenden Effekt, aber nicht unbedingt den wärmenden. Würde man die Seide jetzt so dick machen, wie es die Wolle ist, dann hätte da bei der Seide genau den gleichen Effekt. Auch der Thermoregulation. Ja. Unter anderem. Ja. Es gibt noch andere kühlende Textilien wie Leinen und so weiter. Ich will jetzt alles ist andere Video. Wir sind ja bei der Wolle. Ja. Das heißt, die Thermoregulation, sie unterstützt euren natürlichen Thermohaushalt, euren Wärmehaushalt des Körpers. Ja. Das ist das ganz Wichtige daran. Das heißt, ihr könnt diesen Pullover auch tatsächlich bei 20 Grad tragen und ihr werdet da drin weniger schwitzen, als wenn ihr jetzt beispielsweise den Bundeswehr-Polyester-Pullover tragen würdet oder grundsätzlich alle anderen Kunstfaser-Pullover. Da kriegt ihr eine Macke drin. Ja? Das ist der Vorteil an der Wolle, dass das nicht so ist. Und im Winter, wie gesagt, wärmt sie bei Kälte. Liegt daran, dass die Wolle, das ist der Punkt, warum das so funktioniert, ist, dass sie sehr viel Luft einschließt. Ja? Also in den Wollfasern ist eine ganze Menge Luft drin und das ist, macht dann im Prinzip die isolierenden Eigenschaften aus. Ja? Und diese Luft führt dann auch gleich noch zu dem zweiten Effekt. Und zwar, wenn die Wolle nass wird, ja? Und auch das haben wir schon gemacht, jeder, mindestens all diejenigen, die meine Abenteuerserie aktuell gerade live verfolgen, die parallel zu meinen ganzen Reviews-Videos hochkommt, ja, in Finnisch und Schwedisch Lappland, seht ihr ja, wie ich im Fluss mit dem Pullover und der Hose der entsprechenden stehe. Na, und auch der Jacke war auch aus Wolle. Und das Zeug ist natürlich nass geworden den ganzen Tag. Wenn man paddelt, man greift damit ins Wasser und so weiter. Und das waren so ungefähr Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad. Ja. Und den ganzen Tag draußen in der Wildnis, wie gesagt. Man friert trotzdem nicht so. Auch das macht keine andere Faser. Es gibt zwar solche Aussagen wie beispielsweise, dass Kunstfüllstoffe, also Dämmstoffe in Materialien wie Jacken, Hosen, Schlafsäcken, ja, die Kunstfaser wie beispielsweise G-Loft, ja, sagt man ja auch, dass es im nassen Zustand noch wärmt. Das ist richtig. Man muss aber sagen, im Vergleich zu anderen, die zum Beispiel einfacheren Polyesterstoffen, die im Prinzip nicht diese aufbauschende Wirkung haben, sondern dann platt werden würden. Aber im Vergleich zur Wolle kommt auch da das G-Loft definitiv nicht mit. Ja. Die Daune würde natürlich komplett platt werden. Ja, also da verliert auch die Daune gegen die Wolle. Immer denn, wenn es nass wird. Also müsste ich jetzt hier bei mir im Winter, beim, was weiß denn ich, Frosttemperaturen, breche da im Eis ein, ja, und gehe dann mit dem Wollpullover hinterher an Land, habe ich sehr gute Chancen, dass ich mir auf die nächsten 2 Stunden keine Erkältung hole. Ist tatsächlich so. Alles schon passiert. Ne? Also, wir hatten jetzt hier, wie gesagt, die Thermoregulation, den Geruch. Jetzt, also das sind schon 2 Merkmale, die machen eigentlich Wolle zu einem Kleidungsstück. Kann man, gibt es, ist konkurrenzlos, kann man so sagen. Und jetzt legen wir noch einen drauf. Und zwar, was für mich nicht ganz unwichtig ist, ist das Thema der Feuerempfindlichkeit. Das heißt der Brennbarkeit. Auch hier gewinnt Wolle haushoch gegenüber allen anderen. Also wirklich allen anderen. Da gibt es, ja, es sei denn, ich ziehe hier natürlich irgendwie so eine extrem flammhemmende Aramidfaser an. Also, aber das sind ja keine Kleidungsfasern, die in normalen Textilien verarbeitet sind. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel... Ich habe ja diese Outdoor-Mentalität, dass für mich kommen Lagerfeuer, gehören fast schon zum Alltag, kann man sagen, ja, auf Touren grundsätzlich immer. Und dann stehe ich natürlich die ganze Zeit am Feuer. Aber ich zweimal Punkte, einmal den Rauch habe ich im Feuer und dann habe ich die heiße Flamme. Würdet ihr da mit einer Softshell-Jacke Polyester stehen? Punkt Nummer 1, stinkt das Ding nicht nur, sondern Punkt Nummer 2, habt ihr von dem ganzen Funkenflug am nächsten Tag richtig schöne, viele kleine Löcher drin. Macht das mal mit so einer richtig schönen 500 Euro euren Nässeschutzjacke, eine Hardshell. Da kommt richtig Freude auf im Portemonnaie. Da ist die Wolle völlig unempfindlich gegenüber. Also ich würde jetzt natürlich nicht den Arm direkt in die Flamme halten wollen, dann wird mir ein bisschen zu heiß werden. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wolle ist, was das angeht, von der Temperatur Feuer unempfindlich. Das heißt, Funkenflug passiert da so gut wie fast gar nichts. Das sind die 3 wirklich wichtigsten Vorteile für mich, die kein anderes Kleidungsstück so bietet. Und das ist auch der Grund, warum ich, wie gesagt, vor Jahren bei mir komplett umgestellt habe. Ja, also Pullover, Jacken. Einzige, was ich, und sage ich hier immer wieder natürlich noch auf Hardshell, das heißt Kunstfaserlaufe, ist natürlich ein reiner Nässeschutz. Ja, also ein Laminat. Da ist
da kommt Wolle natürlich, ne? Also wenn ich irgendwo durch die Gischt fahre und ich möchte drunter definitiv trocken bleiben, ja, möchte da drunter etwas trocken schützen, weil ich vielleicht auch im Schnee unterwegs bin und das ist denn extrem starker Frost, ja. Das sind solche Sachen, da muss ich denn wieder auf die äußere Kunstfaserschicht geht leider nicht anders, aber tatsächlich, ihr könnt auch Wolle, gibt es mittlerweile auch, ja, komme ich vielleicht in einem anderen Review nochmal dazu, Hosen aus Wolle, ja, der Jäger kennt das vielleicht schon, Loden zum Beispiel. Also das sind jetzt hier die gravierenden Vorteile von Wolle, ja, legen wir den mal hier drunter, nicht, dass jemand denkt, die fliegen jetzt hier um den Bundeswehrpullover. Das sind die gravierenden Vorteile von Wolle, die ihr so nirgendwo habt und all diese Vorteile vereint hier halt dieser Pullover, ja, Bergs Ulriken Jumper. Und all diese Eigenschaften machen hier diesen Pullover, wie ich es in der Überschrift geschrieben habe, zu dem besten, weil nämlich universellsten Pullover, den ich bislang überhaupt jemals irgendwo gefunden habe. Eins muss ich noch fix sagen, bevor es hier komplett dunkel wird. Sieht man vielleicht, hatte ich noch nicht erwähnt, aber gehört noch zur Ausstattung, wenn man das so nennen kann. Der hat hier drin natürlich noch einen Henkel. Ja? Also hier ist noch eine Schlaufe angenäht, wo man ihn aufhängen könnte. Grundsätzlich mache ich das aber nicht, ja? Weil, also es hält, es sieht stabil genäht aus, aber dennoch, wenn ich den Pullover irgendwo hinlege, habt ihr ja gesehen, mache ich es genauso wie hier. Ja? Das heißt, ich hänge ihn irgendwo drüber. Ich hänge keine Jacken, keine Pullover, auch keine Hosen. Ja? Es sei denn jetzt natürlich so eine Militärhose, die hat hier einen richtig breiten, krassen. Ja? Also da kann man sich natürlich auch mit dem ganzen Gewicht reinhängen. Ja? Da passiert nichts. Ja? Aber bei so einem Pullover würde ich es nicht machen. Aber ich erwähne es, ne? Der Vollständigkeit halber, es gibt hier drin noch eine Schlaufe. Und da bin ich jetzt auch schon durch mit dem Pullover. Ich sage immer wieder, man kann das alles in einer Minute, ne? Aber ich wollte es euch auch natürlich ausführlich rüberbringen. Und jeder, der meine Videos kennt, der irgendwo mich draußen gesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass ich diesen Pullover tatsächlich, ich erzähle das nicht so, ich habe es natürlich nicht im Review nicht einfach nur so geschrieben mit den Nachweisen, ja, sondern tatsächlich schon wirklich genauso lange trage, wie ich es gesagt habe. Und übrigens für den einen oder anderen, den es interessieren sollte, der Preis ist heiß, nicht ganz unwichtig immer natürlich bei solchen Sachen. Ich habe für meine Ulriken-Jumper immer roundabout 90 Euro bezahlt. So Pi mal Daumen, das waren immer Angebotspreise. Ich glaube, der günstige war mal irgendwie so 92 und der teuerste war irgendwie so 98. So ungefähr. Das Ding habe ich schon mal, wenn er den richtigen Zeitpunkt in der richtigen Farbe, in der richtigen Größe erwischt, ist es vielleicht auch möglich, den irgendwie für, weiß ich nicht, 80 Euro zu bekommen. Kann man nicht sagen. Man kann aber auch 120 Euro dafür bezahlen. Ist auch möglich. Da habt ihr mal so ein Preisding, ne? Also ich würde sagen ungefähr 100 Euro. Und dann muss man aber auch sagen, habt ihr hier ein Kleidungsstück und das seht ihr ja, bin ich in jedem Fall, also ich war bereit, das viermal auszugeben, diesen Betrag, weil ich finde, es ist eines der von mir am meisten intensivsten, universellsten genutzten Kleidungsstücke überhaupt, die ich bei mir habe. Und sollte ich jetzt jemanden dazu ermutigt haben, sich auch so ein Ding zuzulegen oder das vielleicht jemand anderem damit eine Freude zu machen, das als Weihnachtsgeschenk, ne, das macht sich wirklich immer ganz gut, bin ich der Meinung, ne, dann wünsche ich euch mit diesem Teil mindestens genauso viel Freude, wie ich sie die all die Jahre habe und weiterhin haben werde. Und natürlich, ihr wisst, wie immer bei mir, viel Spaß draußen.